Wir sind jetzt in einer verlassenen Baumschule unterwegs und laufen weiter. Christian ist da. Und wenn er weiterläuft, sieht man noch einen André. Da ist noch der André, da kommt mit mir hingeschossen. Und wir schauen uns hier mal um. Und was ihr hier sehen tut, seht ihr gleich. Wir fangen jetzt an. Wir können uns auch wieder ein bisschen lauter unterhalten, da ich mitbekommen habe, dass das hier relativ vom Schuss weg ist. Und dann bewegen wir uns jetzt mal langsam hier weiter. Wir haben hier eine Zeitung. Die Zeitung ist von 1990. Geht es jetzt weiter? Was sind das für coole Mappen hier? Das ist eine alte Federmappe. Oh, guck mal, eine alte Federmappe ist gar noch mit den geilen Stiften aus der DDR. Sollte DDR sein. Wie immer. Wir gehen sowieso immer aus dem Keller und danach gehen wir in Christians Leckerbissen hier. Wir haben das Dachboden. So. Ich fange jetzt mal an. Ich hätte hier noch ein paar Glühbirnen rum. Beide Flaschen. Hauswasserleitung. Das finde ich bis jetzt aber schon wieder geil. Das hier alles. Heißt, muss noch mal mischen. So, Leute, wir bewegen uns mal in die zweite Etage. Sehr geil. Das gefällt mir sehr gut. Die verlassenen Gebäude hier. Sehr schön. Legen noch Medikamente rum, aber das auch ohne Ende hier drin. Sieht sehr gut aus hier. Freunde, hier liegt ein Gebiss. Ugh. Ich kann euch nicht so viel zeigen, weil hier sind auch noch Leute drauf, die immer hier wahrscheinlich gewohnt haben. Und das ist die Wohnstube. Das ist ja der Hammer, oder? Finde ich schön. Der Ofen ist aber auch total ausgefallen, gell? Das Schlafzimmer. Das, was ich schon gesucht habe. Bewegen wir uns mal vorsichtig schön langsam rein. Das ist schon ein bisschen geil. Cool. Der Deutschen Zentrologischen Gesellschaft. Jahrbuch 1930, Leute. Ohne Witz. Seht ihr es? Hier. Hier steht es, 1930. Ach, hier kann man noch in den Heizungsraum. Okay. Ja, Freunde, guckt euch das an. Wir haben noch nicht alles gesehen. Wir sehen hier noch eine alte Waschmaschine. Das ist der alte Heizungsraum. Was haben wir hier noch? Eine alte Arbeitshose. Mit Gummistiefeln. Die Gummistiefel würde ich genau über die dahin stellen. Eigentlich. Die Stiefel sind ja der Burner, oder? Mhm. Wir haben noch eine Garage, Leute. Christian entdeckt eine Garage mit Fahrrad. Und mal sehen, was wir noch finden hier. Ja, stimmt. Man muss einfach mal gucken. Wir hätten jetzt fast abgebrochen. Aber wir sehen immer noch was anderes. Christians Erklärstunde. Kühle Spitze.
könnte aber eine alte Pumpe, also eine, so eine Pumpe für das Heizöl sein. Dann nehmen wir einen Heizölton. Eventuell. Oder eine Pumpe für den. Das ist bestimmt eine Giftspritze bei dem Durchlass. Ne? Das kann sein. Für die Gärtnerei. Die Baumschule. No? So eine typische Kübelpumpe. Wow. Geht das tief runter. Da will ich mir die Taschenlampe lieber festhalten. Ich glaube, da liegt irgendwas mit Fell. Das sieht irgendwas so aus. Das geht ziemlich weit runter. Aber bevor ich irgendwas fallen lasse. Nö. Das macht man nicht. Schöne Kiste, gell? Zur Belehrung. Reichseigentum. Was? Diese Verpackungskiste ist Reichseigentum. Boah, man wurde fett. Aus Arnstadt, Thüringen. Geil. Firma Siemens und Halsdürr. Gesamte Verpackungsmaterial ist mit der Kiste schnellstmöglich zurückzusenden. Fehlende Verpackungsteile werden in Rechnung gestellt. Bauaufsicht der... Ja, und dann diese Verpackungskiste ist Reichseigentum. Das ist eigentlich schon das Geilste. Ja. Ich mach sie wieder zu, damit es original ist. Radiotechner. Ist hier nochmal ein Aufkleber drauf? Irgendwas mit Neupacker Böhmen. Und drin oder sowas, wa? Früher mal. Was ist das? Das ist ein Bienenhaus, meinst du? Ja, mit den Dingern, so wie das aussieht, da, guck mal. Irgend sowas war das noch. Die fliegt sich nicht an. Glaub mir. Da bin ich mir nicht sicher. Hä? Hä? Das ist doch mal wie ein anderer Eingang. Das ist mir eben schon aufgefallen. Okay, Leute, das war's auch lange nicht hier. Das sind mehrere. Die Queen Elizabeth. Flor Bunta Quinte. Irgendwie, das ist nur eine Marke von irgendeiner Pflanze. Ja, was haben wir hier? Guck mal hierher. Hier ist ein großer Trockner, also so eine Trocknerwalze oder so. Und hier ist noch eine Kommode eingeräumt. Es gibt noch einen zweiten Eingang. Wir haben jetzt quasi die zweite Hälfte des Hauses gefunden. Eigentlich, ich hätte wieder gedacht, wir sind durch, aber wie es manchmal so ist, ich täusche mich jedes Mal. Und wir gehen mal hier rum, gucken mal hier rein. Hier liegen noch tausende Kassetten rum. Aber das sieht hier so aus, wenn irgendjemand mal sich hier eingemessen hat. Du stehst ja auch gerade auf dem Behagen. Ich will nicht wissen, was da drin war. Das ist auch hier so ein bisschen rot, gell? Also diese Seite des Hauses ist definitiv mal richtig nervzerstört. Und das sieht richtig schlimm aus hier. Dachboden hier. Der ist aber groß, ne? Hier liegen Röntgenbilder rum. Was ist denn das für eine verwinkelte Bude hier? Ohne Witz. Ich habe schon ein bisschen Angst hier. Das ist ein krasser großer Raum. Das ist wirklich heavy. Ich mach dir gerne Licht an. Wie hast du die jetzt entdeckt? Krass. Das war der Fuß. Also Leute, ohne Scheiß, dieser Dachboden ist riesig. Also wir sehen schon wieder, wir laufen hier, ist wieder eine Fledermaus, zwei sogar. So, und unser Kumpel André hat schon die zweite Zecke gefunden. Also muss ich mich dann absuchen. Also mir gehen die nicht an, sagt der Verrecken die. Das gibt's doch gar nicht, oder?
jetzt verwinkelt, ja. Der geht aber auch noch ganz schön stinkig. Was hängt denn da? Das kann aber hier auch nur hier Ranf sein, womit du Rohrleitung abgedichtet hast. Hm. Hast du deine Zecke jetzt weg? Ja, ich hab's rausgezogen. Ich könnte es nicht. Na, noch ging's. Noch war sie frisch. Hey Freunde, wir waren jetzt in dieser Baumschule und ungelogen, André hat zwei Zecken gehabt, also eine gehabt und ja, ich schub mich schon wieder, das ist total eklig. Wir hoffen mal, dass wir jetzt keine Zecken haben. Das heißt, eine wenn wir, und eine steckende. Das heißt, wir müssen, wenn wir zu Hause sind, uns erstmal untersuchen, durchsuchen. Aber nicht gegenseitig. Ich habe gesagt, wir sind halbnackt über den Parkplatz hier gelaufen, wir machen bestimmt eine Woche und haben uns da hier begutachtet. Aber nicht gegen. Das denken die Leute, wenn da drei Leute mit oberkörperfreien Körper über den Parkplatz gewesen wäre. Ja, auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.